Und Mario Maurer von der Firma Fissmann hier aus Allendorf-Eder. Zwei große bekannte Unternehmen, nämlich Fissmann im Bereich der Heizungs- und Energietechnik, muss man ja heute sagen. Fingerhaus Nummer 3 in Deutschland bei den Fertighäusern. Was macht heute eine effiziente Energieversorgung, wie sie Fissmann zum Beispiel für Fertighäuser anbietet, eigentlich in Zusammenarbeit mit einem gut isolierten, gut gedämmten Fertighaus aus? Also zunächst mal muss man sagen, dass gerade bei uns im Bereich effiziente, moderne Heiztechnik darin besteht, dass es nicht nur der Wärmeerzeuger an sich alleine ist, sondern natürlich eine sehr gute Abstimmung erforderlich ist, wo man die Gebäude betrachtet, die Verbraucher betrachtet, die Wärmeverteilung betrachtet. Wir legen sehr stark den Fokus auch in der Kommunikation weiterer Komponenten. Ich sag mal, Wärmepumpe im Verbund mit Photovoltaikanlage, wo man jetzt mit Eigenverbrauch zum Beispiel, Stromeigenverbrauch sehr gut arbeiten kann. Batteriespeichersysteme. Wärmerückgewinnung ein Thema? Wärmerückgewinnung ist natürlich ein Thema bei der Lüftung, ganz klar, ja. Was wiederum eigentlich der kongeniale Partner zur Wärmepumpe ist. Die Wärmepumpe hat sich ja mehr oder weniger schon durchgesetzt, weil auch der Gesetzgeber ganz klar den Weg geht, dass die Strom als Antriebsenergie immer mehr in den Fokus rückt. Und das ist für uns auch, wie gesagt, ein sehr, sehr großes Thema. Wo wir auch mit der Digitalisierung einen ganz klaren Trend sehen, ist auch die Vernetzung der Dinge, dass wir zum Beispiel auch mit dem Smart-Home-System sprechen möchten. Dass wir im Fokus haben E-Mobilität, wenn das zum Beispiel mal das entsprechende elektrobetriebene Auto in der Garage steht. Also alles Dinge, wo es letztendlich klar für unsere Seite her natürlich auch erstmal fokustechnisch um die Wärmepumpe an sich geht und den Wärmeerzeuger, aber die Vernetzung der Dinge auch immer wichtiger wird. Ja. Das ist in dem Sinne für uns moderne Heiztechnik. Gerne. Jetzt ist Nachhaltigkeit auch bei Fissmann ein großes Thema. Die Zeiten, wo die klassischen Brennstoffe wie Öl, Gas, Holz, Holz ist gut für die Atmosphäre, ist nachhaltig, aber für die Umwelt nicht immer das Beste. Wie macht das Fissmann, wie wird das in Fissmann in Zukunft auch beim konventionellen oder auch beim Fertigausbau da weiterentwickeln? Ja, wenn man das mal sehen von der Nachhaltigkeit her, kann man das eigentlich untermauern bei unserem Firmensitz. Wir haben über 80% den CO2-Ausstoß abgesenkt. Ja. Wir haben über 66% an regenerativen Energien reingebracht, also für unsere eigene Wärmeerzeugung am Standort. Wir zeigen eigentlich deutlich, dass die Technik heute verfügbar ist, man muss sie nur umsetzen. Ja. Und wir lassen eigentlich das Argument der Politik nicht gelten, die Technik wird es nicht geben, um die Energieziele zu schaffen, sondern wir sind eigentlich so ein Vorreiter, wo wir sagen, bitte, geht den Weg mit uns. Wir kommen aus dem bodenstehenden Öl- und Gaskesselbereich, fossile Energieträger. Wir sind aber ganz klar der Auffassung, ja, dass energiepolitisch ein anderer Weg gegangen werden muss, aufgrund des CO2-Ausstoßes, des Klimaschutzes, also mehr regenerative Energiesysteme. Kommen wir nochmal zu einem Punkt. Wenn man heute moderne Häuser sieht, ich sag mal so ein Vitola 1980 brauchte schon einen Riesenraum für sich mit Ausgleichsgefäß. Wie sehen die heutigen Anlagen aus? Es ist so, dass die Heizung immer mehr in den Technikraum rutscht, immer mehr näher dem Wohnraum wird, sodass wir eigentlich auch immer angehalten sind, natürlich sehr kompakte Wärmeerzeuger zu bauen. Ja, physikalisch ist das teilweise nicht ganz so einfach zu handeln, weil wir immer weniger Wassermengen haben. Die klassischen Keller gibt es nicht mehr. Aber klar, das ist für uns natürlich auch ein Entwicklungsaufwand, den wir uns stellen und dort immer kompakter Geräte bauen, die auch eine wohnraumnahe Integrationsmöglichkeit bieten. Ja, 70 Jahre Fingerhaus, Fissmann, ein ganz großer Hersteller von Energieversorgungssystemen, sage ich mal so, bis hin auch zu Kältetechnik, darf man nicht vergessen, alles aus einer Hand, sehr innovativ, schon seit Jahren viel Geld in die Forschung investiert und zusammen mit Fingerhaus zwei starke Partner hier aus der Region. Vielen Dank, Herr Maurer. Sehr gerne. Ich hätte noch eine Bitte, würde ganz gerne auch noch Glückwünsche aussprechen auf dem Wege an die Firma Fingerhaus zu 70 Jahren Jubiläum. Toi, 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 weitermachen so. Ja, ist nicht unüblich in der Baubranche, 70 Jahre, gerade in dieser harten Branche, aber Sie kennen das auch von Fissmann her, auch ein bisschen abhängig von der Baubranche. Es gab Jahre, wo Dr. H.C. Fissmann andere Produkte aufgenommen hat, um das Werk am Laufen zu halten. Also zwei Unternehmen, die den Trends immer getrotzt haben und immer noch führend am Markt sind, muss man mal so sagen. Ja, kann ich so bestätigen. Dankeschön.